Willkommen zu einer weiteren Folge von Bugfables Everlast Zeppling. Ich habe mich nicht dazu entschieden, hier die Golden Seedling zu farmen, weil, wenn ich jetzt immer nachdenke, ist mir die Drop-Chance 1% doch etwas zu doof. Was wir stattdessen machen, ist einfach mal von den anderen Quests, die wir so haben, die mal nach und nach erledigen. Schließlich gibt es auch je nachdem nützliche Sachen. Und wenn nicht, dann auch nicht schlimm. Nämlich. Ja, was gemacht ist, ist gemacht. Also. Du Gegner bist immer noch stark. Außerdem von XP kann ich auch noch profitieren. Das hat Vorteile. Ganz kurz. Was ich machen würde, ist. Ich habe jetzt hier schon ein bisschen was aktiviert. Ich nehme mal den Spiky Bot raus. Bevor ich mal Bug Me Not rein. Ja, schon mal ein Power rein. Wo ich noch nicht glaube, dass ich es das wirklich so zwangshaft brauche. Wir gehen noch mal hier rein. Also, das hier ist der Eingang zur Banditenhütte, der reguläre. Wird natürlich kämpfen, aber wobei. Der war ja doch ziemlich doof, dieser Fliegewicht. Oh Gott. Aber einfach mal zwei von denen und noch ein Fetti, das ist halt schon hart. Dann setzen wir noch die Quest, dass wir Gegner besiegen sollen. Also werden wir auf jeden Fall mehr so TP-Zeugs brauchen. Yo. Ist ja übelst dumm, wenn alle auf einen gehen. Zeigt aber auch einfach, wie absurd hier überhaupt Hardest Difficulty überhaupt ist. Dacht man, einen Fliegegegner wird man doch wohl hinkriegen. Oh Gott. Oh Gott. Aber zumindest diesen Idiot kriege ich schon mal down. Ja, die 5 Heilung bringt es nicht. Jetzt als wenn ich jetzt. Eigentlich schon. Zumindest Kapu sollte nicht down gehen. Was ich machen kann, kann ja die Reihenfolge ändern, dass du vorne bist. Wenn ich jetzt einen Power mache, dann habe ich Angriffskraft 3. Wobei es auch wieder 2 mal 4 sind 8. Und zusammen mit Kapo kriege ich einen Down. Einen von denen. Aber wie den anderen. Sagen wir, brauchen eine Heilungsrunde. Wohlgemerkt unsere letzte.
jetzt ihre heftigen Attacken auspacken, hilft auch nicht. Ich bin gerade adventische Annahme ausrechnen. 10. Wobei, eigentlich sollte ich die doch so down kriegen, oder nicht? Oder? Oder war ich jetzt eins zu wenig? Nein, ich mache eins zu wenig. Okay, lässt auch so beim nächsten Mal down. Ich kann ja einen Crispy Donut und dann mit Bubble Shield. Da ist auch genug TP. Dann kann ich aber in der nächsten Runde nicht angreifen. Okay. Das ist der maximale Damage, den ich raushauen kann. Ich glaube, das hier wäre einfach nur ein der. Weil das macht auch 1-1-1-1 dann. Das heißt, wir wären dann bei 4 Damage. Dann eher 5 nochmal 4. Eigentlich sollte ich ihn noch so down kriegen. Als ob das 0 ist. Ach, komm schon. Nee, nochmal Bubble Shield. Hilft ja nix. Sollte es aber doch eigentlich ausreichen, oder? Nee, tut's nicht. Der überlebt noch mit einem HP. Aber solange wie nicht stirbt und sie wird nicht sterben. Ey, was für ein Krampf und nur um ein. Nur für 7 Erfahrungspunkte. Holy. Ne, also kämpfen lohnt sich null. Also soll ich nur wirklich da machen, wenn ich absolut muss. Hilft nichts. Ich brauche Items. Auch Heil-Items. Wenn ich doch mal in Kampf geraten sollte, dann muss ich mich irgendwie verteidigen können. Boah, es ist dämlich. Aber diese plus 1 Defensive, ne, die ist halt schon richtig scheiße. Interessant, wie ich ihn gerade nicht weggestoßen habe mit dem Schild. Weil ich hätte mir nicht. Ich hätte mich auch direkt hier bei der Hütte heilen können. Habe ich jetzt verpasst. Ich
Stopp, die Items sind nicht Steine. Hä? Hast du gesagt, wir sind Lügner? Abenteurer lügen nicht. Wir sollten uns das wieder angucken. Ich mach nur meinen Job. Wage es nicht, mich reinzulegen. Team Snackmouth. Was denn hier die Angelegenheit? Die versuchen hier ein paar Items zu stehlen. Das machen wir nicht. Schau auf unsere Erlaubnis. Würde immer ein Magier-geprüftes Team ein paar billige Items stehlen? Dieser Permit ist definitiv gefälscht. Was sagst du da? Oder die Zulage ist definitiv gefälscht? Wirklich? Da fehlt der Kristall. Hast du das nicht bemerkt? Das ist nur eine so offensichtliche Fälschung. Diebe. Und was für welche ihr seid. Ihr werdet für eure Straftaten gerade stehen müssen. Boah, gut, dass ihr hier seid. Wir haben keine andere Wahl. Zum Teufel, wir nehmen die einfach mit Gewalt. Ja, schön, dass ich Heil-Items hab. Soll ich den Kampf direkt aufgeben, oder was? Ich hab nix, ich bin plank. Wie will ich hier AP regenerieren? Ja, den krieg ich doch sicherlich down. Was? Hat er gerufen, um uns mit einem Holzstab zu verprügeln? Arbeitet ja gerade wie eine Spinne. Gib einfach nur auf. Keine Ahnung, wie ich den jetzt besiegen soll. Ich bin null vorbereitet. Deine Unerfahrenheit scheint durch. Du gehst ja die Sache komplett falsch an. Ja, einfach mal Defensive 3, moin. Unser Eis wird deine Defensive durchbrechen. Oh, 6 Damage läuft. Ach, der baut hier noch Defensiven auf. Damit kann er Capo nicht vernünftig angreifen. Stimmt, das wäre das Gimmick. So viel zu unser Eis wird die Defensive aufbrechen. Danke für diese Lüge. Kann ich das überhaupt kaputt machen? Ich meine, ich werde noch nicht mal so tun, als ob ich das hier gewinnen kann. Also. Einfach Doppelangriff. Okay, ich kenne einen Ort, den ich jetzt vorläufig für unbestimmte Zeit nicht mehr betreten darf. Guck, wo es sonst auch über Leaf Salad gibt. Ja, es gibt Leaf Salad, allerdings überteuert da oben. Jetzt hier kriege ich schon mal Crunchy Leaf, kriege ich auch von irgendwo die Eier, die ich brauche. Wir sind ja in der Golden Settlement.
Schön, hier gibt's die Eier für die Leaf Salad. Danke. Muss ich jetzt immer wieder hin und her pendeln oder was? Ist das dämlich. Ja. Danke. Also ich würde gerne einlagern. Also ich kann 13 Items aufnehmen. Also mal 7 Eier. Und dann... Ja, komm schon. Von hier dann die Crunchy Leaves. Da geht das Geld drauf. Beziehungsweise Leaf Omelettes, genau so hieß das. Hä? Ich habe mir doch 7 Eier gekauft. Oder bin ich komplett doof? Habe ich mir jetzt 6 gekauft? Und 2, 3, 4, 5, 6. Ah, geil. Noch tatsächlich Leaf Omelette gewesen. Okay, 11 Items. Ach. Ja, das muss fürs erste Mal reichen. Okay. Dann machen wir das Ganze halt wie eine Pussy. Ist auch kein Problem. Ganz schön, wie die sich immer wieder teleportieren müssen. Crystalberry gefunden und... Orange Sean gefunden. Okay, wir sind hier. Die Brücke muss ich dir noch bauen, okay.
erstmal dich auf eine Seite drängen. Ach, das ist hier schon gebaut. Doof. Stolen Silk. Dann hier. Zu schade, dass ich mir das nicht mitnehmen kann, aber ich meine, es ist ja wahrscheinlich eh gestohlen und nicht, dass ich mitleid hätte, Banditen zu bestehlen, aber letztendlich sind ja die ihre Sachen halt doch schon, sagen wir mal, haben ja einen Besitzer. Okay, wo bin ich jetzt hier? Ach so. Ja, eigentlich erspart mir das ein bisschen Arbeit. Oh, da war ja was. Kann sein, dass ich jetzt sterbe. Ist nicht ganz unrealistisch. Ich habe schon ein bisschen gespoilert, es tut mir leid. Habe ich auch gespeichert? Sollte ich jetzt tun? Ich weiß nicht, ob ich es getan habe. Darum mache ich jetzt einfach nochmal, damit ich sicher gehen kann, dass ich jetzt gespeichert habe. Das ist falsch. Das ist richtig. Ich kann es nicht glauben, mein Baby, mein handgemachte, extreme, hochqualitativer Stoff. Das muss Kali sein. Entschuldige uns, Miss. Was auch immer du willst, kannst dich sehen, dass ich betroffen bin, dass ich niedergeschlagen bin. Wir sind hier, um zu helfen. Du musst nicht mehr länger leiden, sinds was passiert ist. Ah, Amtor, bitte entschuldig mich. Ich war einfach nur ganz am Rande. Ich habe wirklich... Ja, das... So, den Dialog hatten wir schon eigentlich. Das Stone Silk. Ah, mein Baby, mein handgemachtes, extrem hochqualitatives Tuchstück. Es fühlt sich unglaublich an, das hier zurückzukehren. Miss Kali, wie hast du es geschafft, so eine exquisite Textur zu kreieren? Das ist richtig. Dieses Tuch ist wirklich ein wunderbares Item für Fashion, was meine absolute Passion ist. Das ist sicherlich eine Menge wert. Kein Wunder, warum es gestohlen wurde. Eine Menge, ha. Du kannst nicht diesen Preis von diesem Meisterstück bezahlen, beziehungsweise dir nicht vorstellen. Ich meine, ich muss wissen, meine Preise sind wirklich sehr ökonomisch, Lieblinge. Die Sorte ist so cool. Ich habe noch niemals so ein großes Rad davor gesehen. Mach's ja wirklich vorsichtig. Hier in der Nähe der Vase. Es ist ein Geschenk von einem Kunden, der wirklich nahe mir ist. Unglaublich. Die Arbeit berührt mein Herz und ich als Träger wirklich sehr stark. Oder dass ich komme, weiß niemand. Schande, dass wir nicht so fashionbegabt sind. Ich mache mich ja wieder zurück zur Arbeit. Also bitte, lass mich dich belohnen für das, was du getan hast, Lorbuk. Und ihr seid ziemlich erschöpft, ihr armen Leute. Atmet durch, meine Lieblinge. Eure Wunden würden sicherlich sehr leicht kalt sein. Oh, danke. Hä? Ist das Rauch? Ich. Hust. Wie? Pass auf. Hatschu! Tut mir leid, der Rauch hat mich ziemlich durcheinander gemacht. Ah, die Vase, das war ein Einzelstück. Es ist jetzt ruiniert. Oh, das ist der schrecklichste Tag meines Lebens. Es tut mir leid.
Tut mir leid, ich nicht genug. Es ist Zeit, um die Konsequenzen von deinem Handeln zu zeigen. Hust, hust. Was ist das für ein Rauch? Wie lief? Komm her, mein armer Käfer. Was geht hier vor sich, mein Körper? Ha. Eine Überraschung könnte auch... Ha, eine Überraschung, dass mein Charme auch dich auch Widerstand gegen scheißen kann, du Blauer. Na komm, mein Ritter, lass uns den beiden mal in den Müll jagen. Capo, was denkst du, was du machst? Du betrügst uns wegen so etwas. Ich kann meinen Körper nicht kontrollieren. Ha, es ist wie ein... Wie eine Puppe, die an seinen Faden hängt. Lass uns beginnen, oder? Also ich bin da eigentlich strikt dagegen, aber okay. Mal gucken, wie hart ich jetzt einen auf die Fresse krieg. Ich merke gerade, ich hab zu dämlich ausgerüstet. So, was mein Plan ist, einfach folgendes. Plan ist wie folgt. Also ich kann jetzt nichts an weiteres machen außer angreifen. Ich glaube, ich werde mit Absicht jetzt erstmal verlieren, weil ich merke, ich habe falsche Orden ausgerüstet. Ja, Schaden ist schon ein bisschen hoch. Okay. Change Loadout and Retry. Ja, was soll man denn am besten? Also zuerst einmal alle Buffs, die Capo bekommt, die sind natürlich komplett... Komplett weg. Ich glaube auch Back Support hilft nicht, weil wir dann nur zu zweit sind. Also Super Block kriegt wie? Bug Me Not kann weg. Dafür holen wir für Leaf den Break rein. Sturdy Skill. Ach so. Ich verstehe, okay. Sonst gibt es aber nicht viel, was wir uns hier theoretisch helfen könnte. Wer könnte denn geschildert werden? Ich würde sagen, ich hole das auch wie. Der Rest ist Schwachsinn. Einfach für Bug Me Not, dann für ja, Crazy Prepared und Click Free einfach, damit ich es weiß ich nicht verschwenden will. Also. Mein Plan. Wie stärker machen. Als nächstes. Capo schwächer machen. Also, und jetzt der Hurricane Toss. Nee, das war nicht das, was ich eigentlich im Sinne hatte. Einfach ein Damage. Nächster Attack macht plus 2. Ich glaube, damit könnte er uns theoretisch umbringen, wenn ich keinen perfekten Block mache.
Lass uns halt einfach mal auf die Schnauze fliegen. Aber es gab doch irgendeinen Skill, der doch was anderes bewirkt hat. So ein Powerer. Und Break. Ja, keine Chance. Ich will einfach nur wissen. Oh, Staffel jetzt nochmal. Ich merke gerade, der Buff von mir ist weg, aber egal. Ich habe gerade gemerkt, hier zu der Schaden ja reduzieren, wie es beim Tornado-Toss. Ich brauche schon einen Hurricane-Toss. Da muss es dann noch irgendwas anderes geben. Ja, fahren wir 5 geheilt. Aber eine Sache wundert mich. Eine Sache, die geht jetzt aus meinem Kopf nicht raus. Und zwar, dass meine Attacke gar nicht so viel Damage gemacht hat, wie ich ausgerechnet habe. Wenn ich mir angucke, Vitos ist, also, Gegner bis viermal treffen. Ich tue damit eine Verteidigung ignorieren. Damit kann ich Gegner flippen und aus dem Himmel holen. Der Basisschaden ist immer eins weniger als Wies Attacke. Und geht nicht weniger als 1. Okay, es geht halt doch weniger. Achso, der Tornado-Toss. Ja, ich sehe gerade, der Unterschied ist, der Hurricane-Toss, der tut halt eine Verteidigung ignorieren und noch flippen. Das macht der Tornado-Toss nicht. Also Needle Toss würde auch nur 2 Schaden machen. Halt mit dem Buff 3, das heißt es wären dann 6 Damage. Hier war ja der Basisschaden 3. Man muss ja bedenken, weil wie vorne steht, ist Basisschaden plus 1, das heißt es wäre 3. Mit dem Buff wären es 4. Aber dann wieder minus 1, 3, das heißt es wäre dann 3, 2, 1, 1. Das wäre dann 7 Schaden, das kostet aber 5 TP. Und Needle Toss nur 4, macht dafür aber 1 Schaden weniger. Was hat denn Leaf für Skills? Also ich habe halt damit gerechnet, weil er nicht explizit steht, dass er Schaden um immer 1 reduziert, dass es nicht der Fall wäre, aber es ist leider der Fall. Das wirft meine komplette Planung durcheinander. Auch was da den anderen Boss betrifft.
Das ist jetzt echt schade. Also, Phoenix Coffin. May each icicle hit multiple enemies. Oh, vielleicht kann der Ice Rain ganz gut sein. Aber eine Sache, das probiere ich jetzt auch aus. Ich habe halt damit gerechnet, dass mein Attack jetzt halt eben nicht jedes Mal um 1 reduziert wird, sondern gleich bleibt. Also, dass ich jetzt komplett keinen Kontakt mehr habe. Wegen deinem Quest. Das ist zwar doof, aber zum Glück habe ich mir schon alles gekauft, was ich kaufen wollte. Also, da muss ich mir auch gegebenenfalls einen Plan machen, weil das ist ja. Ist halt auch wieder so eine Sache. Zum einen nutze ich auch mal die Chance, um Seedlings zu farmen. Vielleicht habe ich ja Glück. Nämlich, mir ist gerade was eingefallen. Ja, toll. Soll ich sagen, die Chance ist halt gering. Was wäre halt so cool. Ob er denn noch gestunt war? Nein. Doch. Aber bitte, es wäre eigentlich so wichtig, die Tenji Berry jetzt zu bekommen. Es wird schon wirklich so viel leichter machen, das Ganze. Es ist nicht zwangshaft notwendig, aber es wäre halt so toll. Aber warum? Ja, ich weiß, es gibt ja Möglichkeiten, das zu erhöhen, die Chance, aber halt 1% ist halt schon extrem. Macht eigentlich keinen Unterschied, aber egal. Das sind schöne Beeren, die brauche ich. Ich sollte meine Gratis-Runde nicht verschwenden. Entweder für Heilung nutzen oder für TP-Regeneration. Habe ich aber bei meinem Seedling-Fight verkackt, leider. Toll. Ich hätte mir ja von Crunchy Leaf machen können. Was ich jetzt machen kann, jetzt zwar Snake Mouth gesperrt, aber jetzt, wo ich mich hier durchgraben kann, kann ich hier trotzdem rein.
Oh, das sind nochmal Gegner. Warum wechsle ich überhaupt Position? Das ist komplett schwachsinnig. Ja, da war auch hier keiner der Goldenen dabei. So. Kann ich auch noch graben. Schön, dass ich Items kriege, die ich benutzen kann. Okay. Messen wir mal durch. Nämlich jetzt können wir durch die offene Tür. Das war ja zuvor noch nicht möglich. Und jetzt kann man das Loch hier, dieses mysteriöse Stein. Ja, ist jetzt so ein bisschen dämlich gelaufen. Ich dachte, dieser mysteriöse Stein wäre dafür. Hä? Ach komm, es ist verhext. Ich werde mich im nächsten Part dann nochmal informieren und dann einfach hier weitermachen. Mal gucken, was mich da... wie ich da weiterkomme. Es werden einfach all meine Pläne zerstört. Es ist einfach nicht mehr schön. Gut, ich verabschiede mich aber an der Stelle und sage ciao, Leute. Wie schmeckt ihr?